Oh, Alter, was geht ab, Leute? Ja, es ist Montag. Ihr wisst Bescheid. Max Out Monday. Der beste Tag in der ganzen Woche. Denn eines unserer großen Ziele ist, jedes Pokémon so gut wie möglich, am besten 100% auf Max zu pushen. Und das Ziel ist nicht mehr weit entfernt. Es ist halt wirklich nicht mehr weit entfernt. Wir haben nur ein Problem. Ich blende hier mal Screen Recorder jetzt ein. Ich habe nicht mehr so viel Staub. 1,5 Millionen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir nach der letzten Woche hatten. Aber Rocket Event und Spotlight-Stunde und Wunderbonus-Stunde helfen auf jeden Fall, da ein bisschen Staub zu machen. Und diesen Monat ist ja auch ein Staub-Event. Da versuche ich ein paar Millionen Staub zu machen als Reserve für die nächsten Max on Mondays. Auf jeden Fall, wir sind jetzt schon bei Gen 4 angekommen. Gen 3, so weit wie möglich gemaxt. Ein paar Pokémon fehlen noch, aber die habe ich nicht denn gut genug. Und ein paar, die warten auf ihre Paarungen. Ich habe zum Beispiel ein 100er Volbeat, aber noch kein Illumis. Und ich will jetzt nicht das Volbeat einfach maxen ohne Illumis. Solche Sachen. Oder Zaunfell und Lunastein. Ich habe Lunastein, aber kein Zaunfell. Und von Gen 2 fehlt nur Corazon und Scarabon zum Beispiel. Gen 1 haben wir komplett max. Und jetzt eben Gen 4. Und passend zum Event von Gen 4 haben wir erstmal Pionskoga. Da kamen so viele rein. Also ich habe für den erstmal gestruggelt. Und jetzt während des Events, die Gift-Pokémon sind ja erhöht, war es halt absolut kein Problem. Max mal den und ein Stinktier. Skunkapu heißt er auf Englisch. Ich weiß jetzt den deutschen Namen leider nicht. Piondragi heißt der hier erstmal. Ich schwöre, ich habe den Namen noch nie gehört. Für euch der IV-Check. Bam. Und hau ab. Der ist zum Glück schon relativ hoch. Also ich glaube, mein Stinktier ist auch relativ hoch. Und Nummer 3, das dritte Pokémon, ist etwas von gestern. Ups, was war gestern? X-Raids waren gestern. Video kommt auch noch online, also wieder heute zwei Videos. Und da habe ich einen, also ich hatte schon einen, der maxwürdig war, und zwar 96 Attack 15, aber ich konnte mich noch steigern. Und der wird heute gemaxt. Und ja, eigentlich sollte man noch warten bis zum Ende, aber das Ende ist ziemlich nah, also man kann sich schon sicher sein, dass der demnächst ausgetauscht wird. Und nächste Woche zum Beispiel habe ich nur eine Einladung, maximal zwei, da einen 100er noch rauszuziehen. Und selbst wenn wir noch 100er bekommen, dann maxe ich den auch noch, dann haben wir einen 100er und 98er, wieso nicht? Deswegen ist schon okay. Eigentlich könnte man auch einen Darker maxen, aber ich habe keinen guten bekommen. Heute nochmal die letzte Chance, ich bin nochmal auf Tour mit der Gruppe. Sind noch auf der Shiny-Jagd, ich bin noch auf der 100er Jagd. Vielleicht kriege ich da noch einen zum Maxen, den würde ich dann nächste Woche zum Max on Monday noch maxen. Aber gerne könnt ihr das Video abchecken von meiner Shiny Darker Raid Tour. Also einen Shiny habe ich bekommen, aber wie gesagt keinen guten zum Maxen. Beim ersten Mal habe ich einen 98er bekommen, den habe ich gemaxt und ein 98er ist geflohen. Der hat zum Glück nur Attack 14, aber den hätte ich halt trotzdem natürlich gerne gefangen. So, jo, kommt denn der Kerl hier? Bin mal gespannt, wie viel Staub wir nach heute haben. Ob wir da unter die Millionen fallen? Ich glaube schon. Also ich kann dieses Staub-Event kaum abwarten. Was haben wir da? Nix. Passend wäre natürlich auch Absol gewesen. Der würde noch von Gen 3 fehlen. Und der spawnt ja jetzt in der Wildnis während des Events. Aber da ist leider kein 100er rangekommen. Leider kein 100er rangekommen. Den hätte ich zu gerne jetzt gemaxt. Mein Bestes ist, glaube ich, 96, also da muss ich noch warten. Da geht noch was, auf jeden Fall. Ich mache mal hier die Liste noch kurz auf, um die abzuhaken. Ich benutze übrigens Go Ranger und da habe ich eine Liste. Das ist meine, ich habe mehrere Listen. Erstmal hier Max 2453. Moveset ist natürlich nicht ideal, aber sowas mache ich immer im Nachhinein. Skorpion kann ich abhaken. Den Frosch, den werden wir. Ach, der Frosch! Das Stinktier haben wir schon gemaxt. Ah, Mist. Ah. Das Stinktier haben wir gemaxt und danach habe ich einen 100er bekommen. Den Frosch maxen wir heute. Toxicroak. Okay. Und Regigigas. Alles klar. Verstehe. Stimmt. Zum Halloween-Event oder so kam der auch. Ja, genau. Lucky 98 haben wir gemaxt, aber seitdem haben wir einen 100er. Ah, naja. Das wird irgendwann nochmal nachgeholt, wenn wir mehr Staub haben. Dann haben wir hier noch einen. Toxicroak, genau. Der ist auch krass, also
Ich habe Level 35er. Warte, hier IV-Check für euch. Level 35er 100% gefangen. Den haben Merger gefangen, der war Unigegend, glaube ich, war das nochmal. Und Stundenspawn. Den hat man sich gerne mitgenommen. Sehr, sehr saftig. Ah ja, der schützt unseren Stab auf jeden Fall. Dadurch fallen wir, glaube ich, ganz knapp vielleicht auf die Millionen. Weil, Regigigas ist Wetterboost. Oh geil, das spart auch nochmal Staub. Gestern nämlich Wetterboost Regigigas bekommen. Oh geil, wir sparen Staub, wo es auch nur geht. So, den haben wir auch gleich direkt schon fertig. Das dauert nicht lange. Heute auch keine Box am Start. Deswegen kurze Folge hier. Einfach nur schnell diese drei Pokémon maxen. Schreibt mir mal unten in den Kommentare, was ihr gemaxt habt. Hashtag MaxOnMonday. Und falls ihr andere Fragen habt, die wir einfach so beantworten können. Oh! Der kommt gerade so unter 2,5 für diese Liga. Falls das irgendjemanden juckt. Regigigas von gestern. 3000. Hier seht ihr meine Ausbeute von gestern. Stimmt. 4. Ich habe 5 gemacht. Mir ist einer geflohen und zwar mein allererster ist mir geflohen. Also mein allererster aus dem X-Raid ist mir mal geflohen jetzt. Checkt das Video ab dann, um zu wissen und um zu erfahren, wieso das passiert ist. Das ist meine Regigigas Ausbeute. Ich gebe mal Regigigas ein, damit ihr wisst, wie viel ich gemacht habe. So, 35 minus dem einen. Das war ein Ticket. Das war der hier, der erste. Das habe ich auch vom Ticket bekommen. Aber plus dem einen, der mir geflohen ist. Also ich habe gemacht 35 Regigigas X-Rays. Davon habe ich bekommen 1,96er. Attack 15, immerhin. Den hätte ich gemaxt, aber jetzt haben wir den hier. Und der ist natürlich bei weitem besser, weil er auch noch Wetterboost. Zack. Nicht schlecht. Und Power Up. Ach, absolut, aber leider nicht 100. So. Alle Fragen bezüglich der Map, check die Videos ab. Ich habe so viele Videos dazu gemacht. Gebt einfach ein Pong Map. Long Pokémon Map. Ich weiß nicht, ob Pong Map so effektiv ist bei der Suche. Da kommt wahrscheinlich irgendwie so Hongkong Map oder sowas. So. Aber sollte reichen, dass wir nicht unter die Million fallen hier. Sehr nice. Das gibt uns doch ein wenig Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten. Wir beantworten immer beim Frischen ein paar Fragen, falls sich das erlaubt. Vogel und Biber, typisches Ungeziefer. Herz. Mein Shop wird langsam leidend. Oh ja. Machst du da eigentlich dann gar keine PvP-Kämpfe? Hab als Casual bereits 180.000 Shop gemacht, dann geht dir vielleicht was. Ich mache sie, aber ich verliere mit Absicht meistens. Manchmal schaue ich so, wenn ich auf einmal ein gutes Matchup erwische, dann nehme ich den Kampf ernst und dann gewinne ich vielleicht ein, zwei von den 5 Kämpfen und dann gibt es nochmal diese eine Stufe extra Staub. Sonst ist es zu leidend, muss ich ehrlich sagen, weil das Einzige, was ich will, ist halt die Belohnung, das Pokémon. Und wenn du da halt schon direkt siehst, schaffst du nicht mehr, weil 4 ist, ganz ehrlich, 4 ist schon eine Herausforderung, schafft man nicht immer. Und wenn ich 4 nicht schaffe, dann ist es mir egal, ob ich 0 oder 4 schaffe, falls das Sinn macht. Klar, mit dem Einzigen kriegt man noch ein bisschen Staub, aber also mir ist egal, ob ich 3 Siege schaffe, 2 oder 1 oder keinen, weil Pokémon ist nicht am Start. Deswegen, oft, auch wenn ich keine Zeit habe, am Abend nochmal einfach schnell 10 Mal verlieren, um den Staub abzusahnen. Also das mache ich schon, auf jeden Fall. Christian schreibt, hab einfach Werbung von Schädlingsbekämpfung unter deinem Video. Weil das letzte Video war, wie ich von Gen 4 das Ungeziefer maxe und ich habe das halt Ungeziefer die ganze Zeit genannt. Ach, Discord, yes, wir haben Discord. Gerne abchecken. Was ist mein nächstes Ziel, wenn du jedes Pokémon einmal auf Max hast? Gute Frage. Dann muss ich ein paar Sachen wiederholen, nachholen, die ich halt zum Beispiel auf 96, auf 98 gemacht habe und jetzt natürlich im Laufe der Zeit einen 100er zum Beispiel bekommen habe. Ansonsten, darauf könnt ihr euch freuen, wir haben krasse Armeen aufgebaut. Ich habe ja zum Beispiel erst einen Quasar-Max, aber ich habe noch 7, 8, 98er am Start. Wie könnte man maxen sowas? Und so weiter, also ein paar krasse Armeen aufbauen. Ja, knapp über 1 Million sind wir noch geblieben. 4.336 und damit, das ist auch vielleicht interessant für viele, die das immer sehr gerne sehen, ist er mein Top 3 der stärksten Pokémon. Knapp unter den Leta Kings und über dem Mewtwo.
Aber jetzt sieht es wieder gut aus mit der Mewtwo-Reihe, weil ich habe den Lucky bekommen auf Max, Shiny Lucky. Und dann sah es halt blöd aus, weil hier war noch ein Mewtwo. Und die waren dann getrennt, aber jetzt mit dem Regigigas sind die 6 wieder in einer oder zwei Reihen. Ja, naja. Auf jeden Fall, das war... Oh mein Gott, das hat nicht aufgenommen. Shit! Der erste Max of Monday. Ich schwöre, ich habe jedes Mal Angst darum, dass es nicht aufnimmt, aber es hat diesmal echt nicht aufgenommen. Oh mein Gott, Leute. Es hat nicht aufgenommen. Ich hoffe, das passt trotzdem so. Ich kann das jetzt nicht nochmal irgendwie herzaubern. Es ist zum ersten Mal passiert. Seitdem es Max of Monday gibt, es ist zum ersten Mal passiert, dass es nicht aufgenommen hat. Oh mein Gott. Ich zeige euch nochmal die Sachen, die wir gemacht haben. Die Endergebnisse zumindest. Oh mein Gott, ey. Boah, sorry, Leute. Also, hier auf jeden Fall nochmal. Das Max Regigigas. Ah, ja. Dann hört ihr mich jetzt einfach nur 10 Minuten ungefähr labern. Boah, ist das leidend. Dann das 100er Toxicroak. Kurz vor 2,5. Und hier seht ihr auch nochmal den Staub. Knapp über 1 Million. Boah, dann habe ich auch gar keine Thumbnails. Boah, Mann. Alter. Was ist heute los? Der Tag, die Woche fängt schon mal leidend an. Und was war das andere? Wer ist denn der Typ? Der hier. Auch knapp unter 2,5. Passend für das Event. Naja, Leute, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem unterhalten, auch ohne die Bildschirmaufnahme. Euch viel Spaß, viel Glück. Heute, falls ihr noch im Start seid, mit Darkrai. Und ab morgen Registeel und Cresselia. Cresselia habe ich bereits 100 und 96er Shiny Lucky. Interessiert mich null, aber Registeel 100er würde ich mir schon gönnen. Und die Shinies gehen auch eigentlich immer gut ab, also die kann man immer sehr gut vertauschen. Deswegen, euch viel Spaß, viel Glück. Das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.